Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir wollen euch heute ein wenig Einblick ins Bayer geben und darum sind der Frank und der Daniel da. Hallo Patrick. Tag, wir gucken uns heute Spire an, wie du schon richtig sagst. Und zwar habe ich hier einmal die englische Fassung. Das ist das englische Buch, was wir hier so sehen, ne? Also wie man das kennt. Wunderschöne Zeichnungen. Ja, sehr, sehr, sehr hübsch alles. Ne? Ist gutes Papier und so. Das wird bei uns ähnlich aussehen. Wir haben dann noch ein Lesezeichen anschließend drunter und noch so ein paar kleine Kleinigkeiten, die sich ein bisschen unterscheiden von der englischen Ausgabe, aber auch nichts Gewaltiges. Ne? Also ich gucke, dass wir irgendwie noch ein hübsches Vorsatzpapier kriegen. Kannst du mir Aber sagen, wie dick das ist? genau, ist ungefähr so dick. Ich vermute, das sind 220 Seiten, sind, glaube ich, Ja, ich im glaube auch. Englischen. Ja, Ne? ja. Und wir sind auch im Deutschen ungefähr gleich, so in etwa. Vermutlich wird es auch ungefähr diese Dicke Also ein dann bisschen haben. dicker Ne? als Beyond the Wall, wenn man sich das Ja, vergleichen will. genau. Aber bei weitem nicht so dick wie DCC, ne? Das ist nicht der Der Fall. Anteil Welt und Regeln ist auch ein bisschen anders, glaube ich, als bei Das DCC. ist wohl wahr, ja, das Das könnt stimmt. ihr vielleicht gleich auch schon mal zeigen, ne? Ich weiß nicht, Inhaltsverzeichnis. Genau, Inhaltsverzeichnis habe ich auch. Ich mache mal kurz die Klammern ab, dann lässt es sich besser blättern. Also wichtiger Vorwurf, wenn ihr irgendwelche Fehler findet und es werden Markierungen sein, so wie da, es gibt noch kein Genau. Impressum und so. Das ist eben der aktuelle oder fast aktuelle Stand. Ich glaube, ein bisschen weiter ist man schon. Das ist jetzt der Stand vom letzten Wochenende, Das ist der oder? Stand vom letzten Wochenende, genau. Da sind schon ein paar Änderungen eingeflossen, aber es ist noch nicht alles. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Auch das ist noch nicht final. Wir sehen hier zum Beispiel noch eine nicht-alphabetische Reihenfolge, die müssen wir noch ein bisschen umschieben. Und hier und da haben wir noch die eine oder andere Änderung gemacht bezüglich der Worten, der einiger Worte oder sowas. Aber auch nichts Gewaltiges, ne? Also, Also, genau. wenn ich es richtig sehe, jetzt ist zwar mein Schatten immer drin, aber da müsst ihr mit klarkommen. Regeln 13 bis 23, dann gibt es noch ein bisschen Ausrüstung, natürlich zu den Charakteren was, da haben wir ja auch das eine oder andere schon vorgestellt und dann natürlich Kampfregeln nochmal. Wenn ich jetzt so sage, 20, 25 Seiten Regeln, ist das zu wenig? Nee, das passt eigentlich. Also das Kapitel mit den Charakterklassen ist ein bisschen umfangreicher, aber das sind ja dann im Prinzip keine Regeln, die man alle durchgelesen haben muss, um das Spiel spielen zu können und die man die ganze Zeit braucht. Da geht es ja eher um Optionen und so, aus denen man auswählt. Das Regelkapitel ist wirklich, wirklich kurz und ja, ich glaube, 25 Seiten trifft es ganz gut und dann ab Seite 85 ist eigentlich nur noch alles Hintergrund. Genau. Es schlägt sich auch auf dem Charakterbogen nieder. Ne? Also man sieht auch hier, das ist alles sehr übersichtlich. Auch hier, ne, ist noch nicht final. Alles nur ein Preview. Das ergibt sich in den nächsten Tagen. Das PDF müsste dann auch demnächst erscheinen. Richtig, Patrick? Ja, sobald du mir eins gibst, was ich online stellen darf. Alles klar. Gut, dann läuft das so. Ja, Frank, dann blätter doch einfach mal ein bisschen und ich stelle dir dann einfach mal ein paar Fragen. Wunderbar, genau. Das ist ein ganz spannend. Das ist eine Übersichtskarte vom Spire. Merkt man schon, dass sie nicht ganz maßstabsgetreu ist. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, weil keiner weiß so genau, wie viele Leute im Spire leben, wie hoch der Spire genau ist. Und das ist eher so ein bisschen so eine ja, künstlerische Darstellung des Spires, um einen kleinen Überblick zu Es bekommen. geht also um die verschiedenen Ebenen innerhalb des Turms, ne? Die hier Genau, dann ja. auch so ein bisschen übereinander liegen. Ist also nicht nebeneinander, sondern aufeinander zu Ja. denken. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist diese gesamte Stadt befindet sich, wie der Titel des Spiels schon so sagt, in einer Turmspitze. Nein, die Stadt ist über den ganzen Turm verteilt, aber die einzelnen Teile der Gesellschaft sind nicht alle in der Turmspitze, sondern je nach sozialem Stand merkt man ganz schnell, dass oben in den oberen Teilen des Spires die derzeitigen Herrscher des Spires, die Hochelfen, leben. Und je weiter man runterkommt, desto ja, weniger hoch angesehen ist der Status der Bewohnerinnen und Bewohner. Und unten in den unteren Teilen befinden sich sozusagen die Fabriken, die Viertel der Unterschicht und so weiter. In denen vor allen Dingen die Dunkelelfen leben, Okay. die einst ja den ganzen Spire bewohnt haben, bis die Hochelfen Bis sie kamen. Hochelfen kamen und das Ganze dann erobert haben, genau. Ja, Genau. ist so ein bisschen wie in dem Film Dredd. Also, hier sieht man auch nochmal den Turm dann. Und wo ja auch in dem Film ganz oben die Leute wohnen, die am meisten ja, verdienen. Die haben. Die das gute Leben haben, Ja. nicht? Und die Leute ganz unten haben das schlechte Leben. Ja, blätter ruhig weiter. Genau. Wir Das blättern einfach mal ein bisschen Regelkapitel, durch, ja, also da genau. wird erklärt, wie gewürfelt wird und wie der Schaden funktioniert, welche Konsequenzen es hat, wenn man auffliegt mit seiner Tarnidentität beispielsweise. Und genau, hier werden die Das einzelnen. wolltet ihr gleich, glaube ich, auch einmal kurz zeigen. Wie die Regeln Ah ja, das sollten wir funktionieren, das machen, das können wir stimmt. gern machen. Ja. Das ist nicht kompliziert. Du hast ein paar zehnseitige Würfel brauchst du für Fertigkeitsproben.
Ich habe natürlich jetzt keinen Charakter vorbereitet, aber wir haben ja hier den Charakterbogen, der uns vielleicht gerade nützlich ist. Und dann läuft das ja so, dass wann immer du irgendwie eine besondere Fertigkeit hast, zum Beispiel wenn du irgendwas... Irgendwo einbrechen zum Beispiel. Genau, einbrechen ist gut, genau. Ne? Du willst irgendwie einbrechen und dann hast du sozusagen hier angekreuzt, dass du eben stehlen kannst. Ne, als Punkt, dann kriegst du schon mal einen Würfel dazu, ne? Genau, ein W10. So. Und dann guckt man noch so ein bisschen nach, irgendwie, ob eine Kompetenz aus dieser Liste für die Aktion relevant ist. Das kann sein, dass sie relevant wird, dadurch, dass sich die Tätigkeit so ein bisschen in diesem Bereich bewegt, wie beispielsweise im Verbrechen. Ja, Einbrechen, das ist ganz gut. Es kann aber auch sein, dass du an einem Ort im Spire bist, der diesem Kompetenzbereich zugeordnet ist. Also wenn du dich in einem Tempel befindest und den Kompetenzbereich Religion angekreuzt hast, durch deine Charakterklasse bekommst du auch ein W10 mehr. Achso, weil du sozusagen weißt, wie im Tempel die Schlösser aussehen. Genau. So, oder weißt, wo das gute Zeug zu finden ist. Mhm. Okay. Genau. Das so. Heißt, wir haben vielleicht den Kompetenzbereich Verbrechen auch noch, weil wir einen verbrecherischen Charakter spielen, der dann geschult ist, irgendwo einzusteigen. Dann bekommen wir dadurch einen weiteren W10. Genau. Und ein W10 hat man auch immer sozusagen als Grundwert. Das heißt, selbst wenn man nichts davon kann, die Probe kann man immer versuchen, indem man diesen einen W10 würfelt. Genau. Und dann würfeln wir einfach mal. Machen wir einen Wurf, ob wir es schaffen. Und dann werfen wir mal aus. Den höchsten Würfel zählen wir. Genau. Das ist eine 8. Und dann gucken wir auf einer Ergebnistabelle nach, die man sich relativ schnell merken kann. Aber ich würde sagen, am Anfang muss man da vielleicht mal reingucken. Ich kann dir das kurz zeigen. Den haben wir hier. Und dann sehen wir, eine 8 ist ein Erfolg. Ohne Belastung. Okay. Ohne Belastung. Das heißt, kein Nachteil. Hätten wir eine 7 gewürfelt, also eins weniger, dann hätte die Aktion zwar immer noch geklappt, aber wir hätten mit Belastung zu rechnen. Es hätte sein können, dass uns vielleicht jemand dabei beobachtet hat. Ja. Oder irgendwas kaputt gegangen ist von unserem Werkzeug. Das kann man dann so ganz erzählerisch eigentlich gemeinsam sich überlegen, was der Nachteil ist, was der Haken ist. Genau. Okay, das ist also jetzt nicht irgendwie, es kann natürlich irgendein Spielwert sein oder sowas, aber es kann auch was ganz Simples sein, wie man es aus anderen Systemen kennt, was eher spielerische einen Einfluss dann hat. Nee, es hat tatsächlich immer auch einen Einfluss auf die Werte, weil du zum Beispiel auch einen Widerstandswert verfügst, der misst, wie gut du getarnt bist. Und dann kannst du sozusagen auch Schaden darauf nehmen. Man sieht an der Ausrüstung, das ist nicht reines Fantasy, es ist so ein Punk-Dark-Fantasy-artig. Das heißt also, es gibt auch eine sehr absurde Technologien und eine uralte Gesellschaft, die vorher hier war und die fantastische Dinge erzeugt hat mit Hilfe von Magie und Technik. Die Menschen, die im Spire leben, sind in der Lage, sind sozusagen die Expertinnen und Experten dafür, diese Technologie wieder funktionsfähig zu machen. Mhm. Also es gibt auch andere Völker, die in dem Spire mitleben. Genau. Gerade bei den Charakterklassen. Genau. Aber man spielt eben nur dunkle Elfen. Mhm. Und das sind die einzelnen Klassen, die es hier gibt. Alle sehr unterschiedlich, sehr ungewöhnliche Klassen dabei. Und alle sehr stark mit dem Hintergrund der Welt und den einzelnen Stadtvierteln verzahnt. Also es gibt zum Beispiel Charakterklassen, die in einem bestimmten Stadtviertel ihren Ursprung haben und da auch eine bestimmte Funktion, wie zum Beispiel die einer Bürgerwehr erfüllen. Das ist ja auch wieder, den ich zum Beispiel im Podcast gebaut habe. Das heißt, die haben alle irgendwelche Merkmale, bestimmte Startausrüstung, die schon mitgegeben wird. Genau. Und dann so ein paar bisschen eben auch Besonderheiten, die dann mit für das Spiel relevant sind. Genau, das zum Beispiel hier fand ich sehr interessant, der Star, der ist jemand, der sich es sehr einfach machen kann, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und schon so einen Idol-Status erreicht hat. Ne? Also nur bei den Dunkelelfen oder generell? Durchaus generell. Es ist auch oft so, dass die Hochelfen, man muss ja ab Dunkelelf einen vierjährigen Frondienst im Dienst von Hochelf machen. Das kann ja schon mal sein, dass wenn man so künstlerisch begabt ist, dass die Hochelfen das total gut finden, einen auf den Partys zum Beispiel als Attraktion. So ein bisschen wieder, Hofnarr wäre jetzt übertrieben, aber schon so ein bisschen der Unterhalter nicht aus Eigennutz, sondern eher aus Zwang. Genau. Es ist so ein bisschen wie in dieser Star Trek-Folge, wo Commander Data als Ausstellungsstück gebraucht wird bei dem Sammler. Ja, wir gehen jetzt nicht alles durch natürlich. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen müßig. Wir blättern mal ein bisschen weiter und man sieht schon, ne, es gibt noch ein paar besondere Talente. Es gibt, wie man hier sieht, besondere alte Technologien, die es zu entdecken gilt und so weiter. Und das sind dann die einzelnen besonderen Ecken im Spire, die einzelnen Viertel, die alle irgendwie was Besonderes haben.
Genau, geht ja jetzt auch nicht darum, in die Details zu gehen. Da gibt es ja so ein bisschen den Podcast zu und genau. So ein bisschen soll man ja auch noch was mitnehmen, wenn man das Buch liest und nicht nur dieses 10-Minuten-Video sich angucken. Mittlerweile ist die Auflösung ja so gut, dass du theoretisch gesehen das gesamte Buch hier durchlesen kannst. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Also was man hier ganz gut sehen kann, ist so, dass die Stadtviertel, es sind alle Stadtviertel im Spire kurz angerissen, aber im Detail werden immer nur so einzelne Orte oder einzelne Gruppierungen aus den Stadtvierteln beschrieben. Sodass man auch ganz, ganz viel Freiheit hat, sich selbst noch dazu Dinge auszudenken. Und also man muss jetzt nicht erwarten, dass in jedem Stadtviertel alle Kneipen und alle Geschäfte und alle NSCs beschrieben sind. Ja. Ich meine, das Highlight von dem Spiel ist unter anderem auch das Artwork. Ne? Also das hat mich ja damals so angefixt, als ich das gesehen habe. Und ich finde, das trifft den Stil, die Stimmung sehr, sehr gut. Das ist wirklich toll. Also der Künstler, der es gemacht hat, ich gucke noch mal kurz nach, wie er hieß. Der hat also wirklich da das Ganze, Adrian Stone war das genau, der hat das Ganze wirklich fantastisch in Szene gesetzt. Das ist immer auch so, ne? Die Zeichnungen sind keine kleinen Zeichnungen irgendwo zwischendrin verteilt, sondern es sind immer ganzseitige Zeichnungen. Genau. Sehr cool. Ja, erscheint bei uns auch als Hardcover natürlich, ne? so ähnlich wie die englische Ausgabe. Und ich die Vorbestellung geht noch bis Ende März. Wie lange genau? 28.00 Uhr. 28.00 Uhr, sehr gut. Genau, aber ihr könnt, das war sozusagen mit der Hauptgrund, sich einfach auch mal zu zeigen, dass wir eigentlich schon fertig sind. Genau, wir sind eigentlich schon durch. Also jetzt wird poliert. Genau, jetzt kommen noch die letzten Korrekturen rein, dann wird das PDF auch freigegeben, das heißt, gehe ich jetzt einfach mal von aus, womöglich noch innerhalb der Vorbestellungsphase. Ja, also man gehe ich auch von aus. Kauft sozusagen das PDF schon direkt und dann können wir hoffentlich kurz danach auch direkt in den Druck gehen und und dann wird es viele lustige Runden im Untergrund geben. Ja, genau, um versuchen, die Stadt wieder an sich zu reißen. Das ist das eigentliche Ziel, ne? Also die Dunkelelfen wollen versuchen, die Stadt wieder an sich zu reißen. Ja, ob denen das gelingen wird oder nicht, hängt natürlich davon ab. Ja, das stimmt. Ja. Aber Spielerunde... Ja. Das ist die wichtigste und geheimnisvollste Seite. Es gibt nämlich einige besondere Ziegen im Spire. Das darf man nicht zeigen. Nee, genau, das ist geheim. Okay. Okay, gut, das ist eine kleine Überraschung. Wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal wieder. Patrick ist ja der Videomeister hier und muss das jetzt in Schnitt bringen. Ja. Haben wir eigentlich ein Intro? Nö. Sehr gut. Das ist unser Outro hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss.